Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch, ich hoffe euch geht's gut. So, die offizielle Ausstellung ist gerade raus und keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich musste eben irgendwie, ja, unglaubwürdig lachen. Auf der anderen Seite ist es aber auch gut, dass er spielen kann, ja, aber wenn er irgendwie schon seit geraumer Zeit Probleme hat und gestern hieß es offiziell, er fällt aus, wieso ist er heute in der Startelf? Das meine ich mit diesem. Warum muss man immer alles rausposaunen? Warum wartet man nicht einfach ab? Man hätte ja sagen können gestern, okay, Christian Pedersen ist auch irgendwie angeschlagen, mal gucken, aber nicht sagen, er fällt aus und heute steht er in der Startelf. Also, weiß ich nicht. Aber gut, kommen wir erstmal zur Aufstellung. Schwebe im Tor, Christian Pedersen, linker Verteidiger, obwohl er laut Baumgart schon seit längerem Probleme mit der Achillessehne hat und gestern angeblich den Daumen nach unten gegeben hat. Jetzt steht er in der Startelf. Okay. Rechter Verteidiger Schindler war für mich ja die logische Konsequenz, weil Schmitz zuletzt da gespielt hat und der Gute auch nicht wirklich in ja guter Form ist oder in guter Verfassung. Jetzt auch nicht grottenschlecht, aber halt auch nicht ja so weit, dass er halt jetzt weiterhin immer von Anfang an spielen sollte und Schindler halt immer nur hinten dran steht. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Weiß ich nicht, Fragezeichen, Problem. Ich will jetzt hier auch nicht alle schlecht reden, weil ich eigentlich guter Dinge bin, dass wir dieses Spiel heute positiv gestalten werden, obwohl Hector natürlich ausfällt. Ja, jetzt spielen wir mit Hübers und mit Kilian in der Innenverteidigung, obwohl wir wissen, dass Kilian jetzt am Sonntag ja, gegen Hoffenheim ausfallen wird. Weiß ich nicht, warum ein Soldo nicht spielt heute, um sich halt einzuspielen für Sonntag. Nein, jetzt wird Soldo, der zuletzt eigentlich auch recht wenig oder kaum gespielt hatte, am Sonntag gegen Hoffenheim einfach so reingeworfen. Mach mal. Ja, und dann wird er da wieder irgendwie schwindelig gespielt und dann pöbeln dann irgendwelche andere Fans auf ihn rum, weil was macht er da und wie auch immer. Ist auch egal, auf jeden Fall. Hübers und Kilian sind heute unsere Innenverteidiger. Ja, kann man auch halten, was man möchte. Dann die Doppel-6, finde ich gut. Skiri und Martell, top. Links Kainz. War klar, rechts Hüseyin Basic war für mich dann auch irgendwie logisch, dass er halt zumindest spielen wird. Ja, und jetzt kommt's, als, weiß ich nicht, zweite Spitze oder als Zehner oder als hängende Spitze, whatever, Adamian, was ich die ganze Zeit immer schon wollte, wo es Duda ja nur gab und halt, ja, Ljubicic, ja, dann immer über halb rechts kam und Utja halt ausfiel. Spielt Adam ja nun auf dieser Position. Okay, warum? Weiß ich nicht. Denn lass doch Adamian als alleinige Spitze spielen, weil er ist immer noch schneller als Diez und immer noch schneller als Tigges und kann vermeintlich auch mehr am Ball. Dass man versucht, irgendwie spielerisch die Lösung zu finden, um dann irgendwie die Angriffe ja besser auszuspielen. Aber gut, jetzt ist es so, Adamian als zweite Spitze, als, weiß ich nicht, Zehner oder halt als hängende Spitze zu Diez. Ja. Jetzt frage ich mich, warum Duda nicht spielt. Duda hat die ganze Zeit gespielt, obwohl er nicht gut war. Und dann hat er sich so langsam, langsam, langsam verbessert. Fing gegen Dortmund an und so weiter und so fort. Und gegen Augsburg war er dann eigentlich auch richtig gut. Jetzt war er das Bauernopfer. Ja, als es dann halt gegen Mainz ging, weil er raus musste, dann für den zweiten Verteidiger oder zweiten neuen Verteidiger durch Soldo. Und jetzt ist Duda wieder außen vor. Außer Duda hat auch was, wovon wir nichts wissen. Aber wenn Duda fit ist, warum spielt er nicht? Das nächste Problem ist, wieso spielt Uth schon wieder nicht? Was ist da los? Gut, Uth ist jetzt auch nicht eingewechselt worden, eben weil er halt die gelbe Karte bekommen hat, wegen dem ja, Anlegen mit Dominic Kohr nach dem 2-0 für Mainz, wie auch immer, ihr wisst die Story. Aber wann will man denn Uth mal wieder bringen? Heute in den letzten 20, 30 Minuten oder was? Ich weiß es nicht. Ich mit dieser Aufstellung. Habe ich jetzt so nicht gerechnet, weil gestern hieß es, Pedersen fällt aus, heute in der Startelf. Kilian und Hüber spielen beide wieder, obwohl wir wissen, dass eigentlich Soldo hätte spielen müssen, eben um sich einzuspielen, auch für Sonntag. Und einer aus Hübers und Kilian hätte ja jetzt spielen können. Nein, ist auch nicht der Fall. Ja, und jetzt spielst du mit Adamian, der sonst immer nur von der Bank kam, gefühlt. Und jetzt spielt er irgendwie da, wo ich ihn gerne mal hätte sehen wollen, sprich auf der 10 oder wie auch immer. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und so ein Duda und Uth, ja, die sitzen jetzt auf der Bank. Gut, einmal in die Kommentare, wie ihr die Aufstellung findet und was ihr davon haltet. Und auch dieses Umgehen mit gestern, mit Pedersen. Er fällt aus, hat es offiziell geheißen gestern.
und heute steht er, wenn er in der Startelf. Dann sollen sie auf Pedersen bezogen sagen, gar nichts sagen, sondern intern das klären. Für uns kann man ja schreiben, okay, Pedersen hat vielleicht ein paar Probleme, ist aber halt nicht raus aus dem Spieltagskader oder für das Spiel, Punkt. Und wenn er halt heute spielt und man nach dem Spiel sagt, ja, Pedersen hat auf die Zähne gebissen und hat gekämpft, obwohl er aber schon seit Wochen oder seit längerem halt Probleme mit der Achillessehne hat, dann würde man auch sagen, wow, er beißt wenigstens auf die Zähne, er versucht, er macht alles, weil Hector ja jetzt nun ausfällt. Aber dieses gestern so, nee, er fällt aus und heute steht er in der Startelf, sorry. Das ist für mich, das hat auch nichts mit Pokern zu tun, das ist einfach dummes Zeug, ist das. Ich weiß ja, jetzt musst du hier Slowacko übers Ohr hauen, damit die jetzt geschockt sind. Oh Gott, jetzt spielt Pedersen, jetzt machen wir uns aber in die Hose oder was? Weiß ich nicht. Alles ein bisschen komisch. Aber gut, in weniger als einer Stunde geht's los. Anpfiff ist dann 18.45 Uhr. Wir drücken alle die Daumen, dass die Jungs und alle, die reinkommen, das Spiel positiv gestalten können, sodass wir halt endlich mal wieder gewinnen können. Ja, wäre halt fürs Selbstvertrauen wichtig und natürlich auch für die klamme Kasse. Mit einem Sieg 500.000 einzufahren, ja, angeblich sollen sogar nicht nur mehrere oder einige hundert da sein, sondern sogar bis zu 1.000, keine Ahnung, also Fans natürlich. Ich hoffe, ihr seid soweit reingekommen ins Stadion oder kommt rein, weil ihr inkognito seid, also ohne Merchandise irgendwie oder sowas. Ja, wie gesagt, wenn ihr drin seid, dann könnt ihr wahrscheinlich auch ja, unsere Jungs anfeuern. Ich glaube nicht, dass man euch dann nachträglich rausschmeißt. Von daher habt viel Spaß vor Ort, passt auf euch auf, macht keinen Ärger bitte. Und ja, wir hören uns später alle zusammen. Ne? Haut rein, bis dahin. Come on FC, auf zum Auswärtssieg. Tschüss.